Der Jan ist da. Hi. Total schön. Danke nochmal fürs Wasser gestern. Ja, bitte. Das war unsere aller Rettung, ja, glaube ich. Genau. Wasser des Lebens. Du hast ein ziemlich cooles Projekt gerade hier auf der Messe. Magst du es mal ein bisschen erzählen? Ja, ich bin mit dem Chris Nadel und Farbe aus Solingen vom Tattoo-Kunstwerk zusammen an einem Stand und wir machen ein großes Bein zusammen über beide Tage. Ist für uns, glaube ich, entspannter als für unsere Kundin, aber ist halt, glaube ich, eine ganz lustige Mischung, weil er relativ viel Mandala-Geschichten macht und ich habe so ein bisschen meinen Realistik- und Watercolor-Krams drum zu. Bisher sieht es noch ganz gut aus. Wir gucken mal. Das heißt, du machst quasi das Bunte und er ist fürs Schwarze zuständig. Genau, so ungefähr. Ein ganz guter Mix. Und dann habt ihr erstmal von beiden Seiten angefangen und trefft euch in der Mitte. Ja, wir haben uns quasi gestern Abend schon in der Mitte getroffen, deswegen habe ich jetzt auch gerade noch Pause, weil die Mitte ist noch nicht ganz fertig. Und dann mache ich heute das Bein unten eben weiter und er geht auf den Oberschenkel. Und dann rühren wir überall nochmal drin rum, wo wir schon gewesen sind. Das ist einfach für den Spaß. Oh, das wird schön, wir sehen. Was magst du ein bisschen über das Motiv erzählen? Du hast es mir gestern schon erzählt, aber das weiß ja noch keiner. Ja, wir haben uns, ich glaube, vor 2 Wochen oder so zusammengesetzt und haben ein bisschen rumprobiert, was alles so geht. Und er macht halt relativ viel Mandala, Dotwork-Geschichten und so. Und ich habe eine Rose und einen Schädel und den eben in schön bunt und mit Farbe, die von oben nach unten läuft und ganz viel wirres Zeug durcheinander. Und am Ende ist es im besten Fall ein Gesamtbild. Ähnlich wie das Bild, was wir am Anfang geplant haben. So ähnlich, ja, genau. Ist angelehnt. So, wir haben eine grobe Richtung, der Rest passiert auf der Haut. Wie immer. Achso, du benutzt also gar nicht so wirklich Stencils, sondern machst halt eher so ein bisschen Freihand. Ja, also hier haben wir alles mit Stencil gemacht, aber ansonsten ist es immer eigentlich, oder überwiegend 90%, denke ich, Freihand, weil ich dann einfach, wenn das Ganze aussehen soll wie mit einem Pinsel gemalt, auch einfach teilweise wirklich mit einem Pinsel auf der Haut male erst. Weil auf dem Zettel sieht das immer alles ganz toll aus und dann packst du es aufs Bein oder auf den Arm und schon ist alles komplett krumm und schief und nee, das geht halt nicht. So ist schon besser. Was muss man denn beachten? Also ich kenne mich tatsächlich mit Watercolor-Tattoos nicht so aus. Muss man die mehr verdünnen oder ist das, wie kriegt man das hin, diesen Stil? Nee, also eben nicht. Es machen, glaube ich, relativ viele. Deswegen gibt es ja auch immer so diese Diskussion, dass das Zeug sowieso nicht hält. Oder eben dadurch, dass es mittlerweile so viele haben wollen, auch irgendwie ein Trend wird oder so. Letzten Endes, man muss es einfach technisch vernünftig umsetzen können, dass es haltbar ist, weil ein blasses Tattoo ist nur dann gut, wenn die Farbe trotzdem da bleibt, wo sie ist. Das heißt, ein roter Wasserfarbenfleck wird nicht irgendwie verdünntes Rot, dann hast du in einem Jahr nichts mehr davon, sondern meinetwegen über 5, 6, 7 verschiedene Rottöne einen Farbklecks gemacht, damit das Ganze eben in 5 Jahren auch noch so aussieht, wie es jetzt. Das ist halt so, glaube ich, dieser Trick an dem Ganzen. Ja, es klingt auf jeden Fall schon sehr advanced. Wann hast du dich denn zu dem Stil entwickelt oder hast du direkt von Anfang an eigentlich dich dafür interessiert? Nee, ich habe auch Pinsel gehasst wie die Hölle. Also keine Ahnung, wie ich da jetzt irgendwann mal zu... Ich habe einfach, glaube ich, keine Lust gehabt, diesen ganzen Kram so zu machen, wie das irgendwie jeder macht. Alle so in ihren gewissen Normen geblieben und in dem Schema, das eine ist der Oberarm, das andere ist der Unterarm. Und ich habe gesagt, okay, wir gehen einfach direkt darüber hinaus. Und wenn ich dann irgendwie die Leute mir da hinstelle und sage, das Motiv soll auf den Oberarm, und ich möchte aber, dass es irgendwie auf den Rippen weitergeht, dann tust du das einfach. Aber das funktioniert nicht, wenn du da dein Porträt hinmachst. Da kannst du die eine Hälfte links, die andere Hälfte rechts haben oder so. Und das war einfach nur so ein bisschen, weil ich, keine Ahnung, wahrscheinlich zu doof für den normalen Schwarz-Grau-Realistik war oder bin oder so. Und dann habe ich halt gedacht, dann machst du halt irgendwas, wo du nicht saubere Linien ziehen musst. Das geht dann schon. Nein, das ist halt... Ich habe mich irgendwann dahin entwickelt, weil ich einfach Lust hatte, irgendwas zu machen, was dann doch nicht jeder hat. Und ich hoffe auch einfach, dass dieser Trend oder wie auch immer das ist, einfach ein bisschen abnimmt wieder, weil es dann immer noch nicht jeder hat. Weil dann habe ich keinen Bock mehr darauf. Ja, sonst wird es dann irgendwann zu Mainstream. Ne? Ja, dann haben es zu viele und dann ist es kein Kunstwerk in dem Sinne mehr. Ne? Ja, es ist halt, ich finde es halt immer schade, wenn man nach einem Motiv sucht, was man dann gerade so individuell haben will oder irgendwie mit einer ganz tollen Bedeutung dahinter ist und dann sucht man sich was aus, was bei Google ganz oben ist. Das macht einfach keinen Sinn. Es ist kompletter Blödsinn. Das kannst du machen, wenn du ein Bild an der Wand hängen willst, kannst du bei einer an einem Poster aus dem Regal nehmen. Dann sieht dein Zimmer genauso aus oder dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer wie das von irgendwem anders. Aber doch nicht bei deiner Haut. So, das macht einfach keinen Sinn. Damit rennst du so lang rum. Ist die gleiche Frage wie Tätowiererauswahl, was Preise angeht. Der macht mir das aber für 50 Euro weniger. Ja, dann kann er, das ist doch cool, wenn er das für 50 Euro weniger macht. Wenn er denn genau dieselbe Qualität macht, ist auch da nichts gegen einzuwenden. Aber das klappt ja meist nicht. Ganz einfach. Dabei ist auch ein Grund, ne? Ja, ja. Der Praktikant hat es wieder gemacht. Warst du immer schon? Schon als Baby-Tätowierer? Nein, aber hast du direkt als Tätowierer angefangen oder hast du was anderes noch gelernt? Ich habe
auch erstmal versucht, was anderes zu lernen. Was war das? Ich habe eine Altenpflegeausbildung gemacht, weil ich Musiktherapie studieren wollte danach. Hatte aber durch Hüftprobleme gar keine Chance, den Job bis zum Ende zu lernen. Und habe dann währenddessen sowieso schon immer in einem Tattoo-Studio rumgehampelt und habe dem gesagt, ich bleibe jetzt so lange, bis du mir das zeigst. Das hat auch 2 Jahre gedauert, bis er damit angefangen hat, mir das zu zeigen. Aber ich war halt konsequent immer da. Was hast du denn da? Also warst du einfach nur da oder hast du im Shop geholfen? Nee, ja, einfach geholfen. Ich habe halt gesagt, ich will das lernen. Und er war sich halt nicht sicher, ob er überhaupt Lust hat, auch einen auszubilden. Und ich habe dann gesagt, okay, ich bleibe jetzt einfach hier und räume dir da halt jeden Scheiß hinterher. Und habe seine Vorlagen gemalt, habe die Kunden bespaßt, habe aufgeräumt und so. Und dadurch habe ich eigentlich theoretisch in der Zeit schon den ganzen Kram ums Tätowieren gelernt. Und dann hat er auch gemerkt, ich gehe sowieso nicht weg, wenn er mir das jetzt nicht endlich zeigt. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen das. Und dann ich will dich endlich loswerden. Ja, genau. Dann habe ich auch mein erstes Tattoo da gestochen, relativ schnell, nachdem wir gesagt haben, wir machen das. Und 3 Monate später bin ich, glaube ich, aus dem Laden rausgeflogen, weil seine Kunden zu mir wollten. Und er damit überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und dann stand ich da wieder. Und dann habe ich währenddessen noch eine IT-Systemelektroniker-Ausbildung angefangen, um meine Eltern zu beruhigen, glaube ich. So, der hat dann doch was Ordentliches gemacht. Und da habe ich dann, ich bin direkt im zweiten Lehrjahr eingestiegen, weil ich ja so ein Schlauberger bin mit meinem geilen Zeugnis, konnte ich direkt das erste Lehrjahr überspringen. Warst du so gut in der Schule, oder was? Offensichtlich. Also weiß ich nicht wie, aber ich hatte schon. Hau mal eine Zahl raus, sag mal einen Durchschnitt. Nee, weiß ich gar nicht mehr. Also, muss ja 1, sein irgendwie, oder? Ja, das auf alle Fälle. Ich glaube, der in der 10. Klasse der Abschluss war 1,6 und dann 11. 12. Klasse war irgendwas um den Dreh auch noch so. Also das ist eigentlich immer ganz, ganz, ganz okay gewesen. Gut, habe ich halt das Jahr übersprungen und dann habe ich einen Autounfall gehabt, Hüfte wieder kaputt und dann war das wieder vorbei mit der Ausbildung. Ein Up and Down hier. Ja, und dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt ist sowieso egal. Jetzt muss ich nirgendwo kündigen, ich muss keinem sagen, ich habe irgendwas weggeschmissen für eine unsichere Zukunft und deswegen habe ich dann gesagt, ich mache mich jetzt einfach damit selbstständig, bleib dabei. Und offensichtlich war das nicht die dümmste Idee. Sind die Eltern denn inzwischen beruhigt? Ja, mittlerweile schon. Also es war am Anfang ganz witzig, weil es es war nie Thema. Die haben halt gesagt, okay, wenn er sich das in den Kopf gesetzt hat, dann macht er den Kram sowieso bis zum Geht nicht mehr weiter. Und dann haben sie irgendwann mal gesehen, okay, das funktioniert ja scheinbar auch und er kann da ja auch irgendwie seinen Kühlschrank mit voll machen. Und, ne? Und mittlerweile sind sie auch ganz stolz, weil dann, wir haben einen relativ neuen großen Laden aufgemacht mit allem Zip und Zap da drin und das heißt, regional kriegen es halt auch immer mehr Leute mit und gerade so, wenn man dann irgendwie noch auf dem Dorf wohnt, wo sowieso jeder jeden anderen Bauern kennt, ist das dann immer ganz witzig, wenn sie das dann ganz nicht mehr negativ sehen, wenn man da abends irgendwie in den Supermarkt geht und sich alle Leute anfauchen, weil du so komisch aussiehst. Das ist mittlerweile zum Glück ein bisschen anders. Aber ist dir das schon mal passiert, dass so ältere Leute wegen den Tattoos? Ja, das. Oder überhaupt Leute, müssen ja nicht ältere sein. Also ich meine, dass man angeguckt wird, ist ja normal, da hat irgendwie jeder hier, das ist, das nimmt man auch, glaube ich, selber gar nicht mehr so wahr. Aber die Tatsache, dass man zwischendurch mal wirklich ganz blöd begafft wird oder dass man fast hört, was sie sagen, wenn sie irgendwie anfangen zu lästern, wie man aussieht, das ist zwar total selten, aber das passiert halt auch mal. Aber letzten Endes, wenn sie denken, das ist der totale Assi, dann, wenn man denen dann recht freundlich auf normalem Hochdeutsch erklärt, dass es nicht asozial ist, so auszusehen, sondern mir das zu sagen, dass ich Assi wäre, sind sie meist recht schnell still und ja. Soll die dazu auch der nur kann, sagen? Der kann ja reden. So, also. Geil. Hast du bei den Gesichtstattoos denn kurz gezögert oder war das für dich so, ja, das passt jetzt einfach und ich mach's? Oder hast du da tatsächlich noch mal kurz nachgedacht? Hast du überhaupt mal nachgedacht? Nein, Quatsch, aber weißt du, was ich meine? Nee, schon. Ich habe schon so ein bisschen nachgedacht auch. aber eben eigentlich die ganze Zeit, also die Jahre oder die Monate und Wochen vorher schon lang genug, sodass ich dann, als es dann losgehen sollte, nicht mehr drüber nachdenken musste. Ja, klar. Weil letzten Endes war es sowieso klar, das ist ja irgendwie Haut, also muss da was hin. So, der Rest ist verschwendeter Platz und von daher, das hat einfach nur ein bisschen gedauert, bis es dann auch ins Gesicht darf. Okay, so siehst du das? Also wirst du irgendwann ganz, ganz, ganz voll? Keine Ahnung, also das muss ich ja auch irgendwie ergeben. Ich würde mir jetzt nicht auf Biegen und Brechen, nur weil da ist noch eine freie Stelle, da irgendwas hintätowieren lassen, aber ich glaube in letzter Konsequenz irgendwann dann doch ja. Wenn man denn weiß was, also man denkt ja immer, okay, die ganzen Tätowierer sind immer super schnell und komplett voll tätowiert. Aber ich weiß auch nicht immer, was ich mir jetzt als nächstes stechen lassen soll. Gleichzeitig hast du ultra viel Baustellen, weil man ja nicht zum Weitermachen kommt. Ja, ich bin mal gespannt. Gehst du denn da auch zu verschiedenen Kollegen oder wie machst du das? Klar, also immer, irgendwann, man kennt ja so viele Leute dann unter sich,
oder irgendwie untereinander kennt man sich halt und dann ist es eben so, dass man, wenn man jetzt irgendeine Idee hat für irgendein Projekt oder so, dass man einfach guckt, wer von den Leuten aus deinem Dunstkreis ist denn so der Passende dafür. Oder wenn man irgendwie als Gast irgendwo ist, dass man dann sagt, Mensch, passt ja gerade, und wenn man mal irgendwie dann die Zeit hat, sonntags, nachmittags, weil man ja sonst nichts zu tun hat, kann man sich auch gegenseitig tätowieren. Gleichzeitig. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlau. Wir haben schon überlegt, ob so gegenseitig die Wade. Im Dreieck oder so. Ja, das wäre auch lustig, wenn dann da schön beide lassiv auf der Liege im Dreieck. 69er Tätowierer. Ja, genau. Das wäre, ja, das machen wir vielleicht nächstes Mal hier. Machen wir das nächste Projekt direkt. Falls wir keine Kunden finden. Außer öffentlichkeitswirksam. Ich denke auch. Was ist denn davon abgesehen, so das nächste Projekt, Tattoo oder sonstiges, worauf du dich so freust? Eigentlich ist das nächste Projekt, eigentlich sind die ganzen Projekte gerade, schließen gerade alle so ein bisschen ab. Das ist jetzt die letzte Convention für dieses Jahr. Ich bin jetzt noch 3 Wochen insgesamt über die letzten 2 Monate verteilt als Gast immer unterwegs, aber das ist mehr wie Urlaub eigentlich. Aber wir haben gerade alle Projekte abgeschlossen eigentlich. Wir haben geheiratet, wir haben einen neuen Laden aufgemacht und so. Das ist erstmal, es ist auch mal ganz geil, wenn es jetzt mal ein bisschen ruhiger wird. Was scheinbar nicht klappt, aber wir haben wenigstens nichts Dusseliges vor, irgendwie, was wieder stressig werden könnte. Also zum Endjahresausklang ein bisschen besinnlicher. Ja. Hoffentlich. Ja, klappt eh nicht, aber wir haben halt, ne, zumindest keine große, tolle neue Idee. Sehr gut. Das muss man auch mal entspannt angehen, das Ganze. Dann kommen die Ideen von selber. Ja, ja, das ist ja das Problem. Ich wollte chillen, aber da sind mir so viele Sachen eingefallen, ja, genau, die so geil sind. Mir war langweilig, jetzt machen wir, weiß ich nicht, noch einen Laden. Oder irgendein Scheiß fällt einem immer ein. Ja, ich bin sehr gespannt, drücke die Daumen und werde das Ganze weiter beobachten. Ja. Überall, auf allen Kanälen. Und wenn du nicht noch was ganz Dringendes erzählen willst oder meinst, ich habe alles gefragt, dann würde ich dich knuddeln, wenn du magst. Ja, das können wir machen. Es ist auch zu früh, um noch mehr zu reden über irgendwelche Sachen, die noch sein könnten. Ich habe keine Ahnung. Es ist nichts mehr. Vielen Dank fürs Interview.